Können wir da nerven? Kampflehrer. Ach, Sünder. Na dann. Goliath. So viel Persönlichkeit hat die Sünder gar nicht, finde ich. Ja, das mit der Ausdauer scheint so weit ganz gut zu klappen, wenn ich das auf Kondi gucke. Damit wir für für XP auf Beinen doch tatsächlich den entsprechenden Wert bekommen. War das nicht hier? Nee, ich renne mir in die falsche Bude rein. Moin! Wo ist eigentlich meine Persönlichkeit? Immer dieser Technikkram. Ja, ja, ruhig da. Persönlichkeit 4. Echt jetzt? Du hast doch sicher Sachen im Angebot, die nichts kosten. Wie kommst du darauf? Das ist doch eine Gemeinschaft hier. Da fällt immer etwas ab. Eigentlich nicht. Aber es kann ja nicht schaden, den Anfang zu machen. Hier, nimm das. Ha. Wie geil. Ja. Gefällt mir. Bring mir etwas bei. Natürlich. Was war das denn gerade? Hey, Baby, bring mir was bei. Knickknack. So klang das gerade. Meine Fresse, die Stimme. Und meine macht langsam Abflug. So, wir wollen den Jäger haben. Tada! So. Dann. Kann ich jetzt eigentlich eine andere Waffe benutzen? Frag einen Freund. Nee, Stärke und Geschick. Das wäre geil, aber. Wir brauchen jede Menge Stärke. Das könnten wir sogar fast benutzen. Macht sogar ein bisschen mehr Damage, die Keule plus 1. Das Beil, naja. Ich kann nicht mal ein Schild benutzen. Wie zu blöd dafür bin. Fächerschuss suchender Pfeil. Wir sollten mal gucken, ob wir irgendwo eine Armbrust herkriegen. Lass die Technik lieber stecken. Oh, das klingt falsch. Das klingt so richtig falsch. Oder ich bin einfach zu verdorben, das kann es auch sein. Warum in eine andere Rüstung, ey? Zeig mir deine Ware. Verstanden. Jawohl, Chef. Rüstung gerade nicht. Nope. Ist das eigentlich, mal so ganz doof gefragt. Kriegt der das Fett, wenn ich den, Neugier kann tödlich sein. Achso. Das wurde auch Zeit. Hör auf, herumzuschleichen. Geh mal zum Treffpunkt. Ich brauche dich nicht mehr, geh zum Treffpunkt. Natürlich. Ein bisschen ungestörter sein gerade. Das Rumgeschleiche kannst du dir sparen. Also das ist wirklich, Sag mal, hast du eine Rüstung für mich?
Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Na, mal gucken. Die Gerüstung ist besser, ne? Nicht viel, aber... Was haben wir denn jetzt an der Werkerrüstung, glaube ich? Ja, gib her. Das ist verkaufen, ne? Die Axt will ich mal gerade nicht haben, das Beil auch nicht. Rostige Axt. So. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, dann guck weg. Ah ja, so Schwarzsammlerhemd, ne? Nee, wir hatten die Werker. Scheiße, ist das besser? Wow. Ich habe umsonst Geld ausgegeben. Oh ja. Ist noch irgendein Boni? Sieht nicht so aus. Der ist neu. Also nicht wirklich. Schick ist doch was anderes. Zeig mir, was du mir... Ich... Behalten wir mal. Haben wir zweimal, ne? Ring des Diebes. Ne, Amulett des Diebes. Moment. So rum. So. Achso. Der pennt hier direkt. Naja, warum auch nicht? Anfertigen. Das geht nicht. Modifizieren. Auseinanderschrauben können wir nicht. Die lässt sich nicht modifizieren, die Waffe. Ich könnte was reinsetzen hier. Aber ich habe einen Sockel. Sockel einsetzbar. Hatte ich beim letzten Mal schon gefragt. Ich könnte die ja aufwerten, die Waffe, aber dann wird das nix. Schleichst du etwa? Nein, ich tue nur so. Da haben wir Schwein gehabt. Wie auch immer. Sag mal,
Ich verstehe kein Wort. Ich muss jetzt wirklich los. Ja, mach das. Das kann man sehen, wie man will. Das Rumgeschleiche kannst du dir sparen. Wir haben ihm einen Löffel geklaut. Das ist nicht dein Bier, dann nehme ich das. Das musste ja schief gehen. Diese Heinis, ne? Willst du nachts mal deiner Arbeit nachgehen? Mal so ein bisschen runde Diebestour? Nee. Ach ja, das hatte ich ja schon mal festgestellt. Tag- und Nachtwache. Mich verarschen. Ach, das ist Ray. Da pennst du auch mal? Hör auf zu schleichen. Ich merke es ja doch. Kannst du dir sparen. Also willst du mich verarschen? Willst du die ganze Nacht auf deinem Scheiß drohen? Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Alter. Pennt der auch mal? Raus, aber schnell! Mach das ja nicht nochmal! Oh, ist das ätzend. Das sind so ein paar Dinge, die stören mich echt jetzt gerade. Ist Kollege Dingsbums noch da? Zu einfach. Wir schlafen mal bis morgens. Hier gibt es nichts umsonst. Ich hab doch nur gepennt, was willst denn du? Frag mich, wie das Schwert da hält. Wahrscheinlich mit Magneten. Achso, nee, da haben wir... Ich geh mal hinter das Haus pinkeln. Beziehungsweise das hier. Jetzt nerven sie mich wieder. Das ist ätzend. Kuppelstadt, nee. Edan. Achso. Können wir uns wahrscheinlich noch Arbeit abholen. Sieht jedenfalls danach aus. Achso. Nee. Damit. Ach, heul doch. Bah, toll.
steck ja nichts ein. Wenn du das sagst. Ich suche doch eigentlich nur Questgeber. Weiter unten. Verdammte Technik. Ja, heult doch alle. Der Jora, genau. Technik. Wir können darauf verzichten. Du hast keine Quest mehr für mich, oder was? Born und Harkon. Hä, der Harkon war doch... Das war doch der, den wir zum Arsch der Welt geschickt haben. Theoretisch. Oh, Entschuldigung. Ich beobachte dich. Hä? Oh, verdammte Technik. Ist das so? Hey, du! Du gehörst nicht zu uns! Was willst du hier? Wer will das wissen? Mein Name ist Born, Sohn von Algor. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Ach, da waren wir doch schon mal. Wie in der letzten Aufnahme oder der vorletzten erwähnt, die Berserker werden mir immer unsympathischer. Was ist ein Oberaufseher? Jemand, der bereits so lange in seinem Job ist, dass die Leute entschieden haben, er ist jetzt besser darin, andere Leute zu organisieren, als seinen eigentlichen Job weiterzumachen. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Die Befestigung hat die Mutanten auch nicht aufgehalten, die durch den Fels gebrochen sind. Was zum... Und das sagst du so einfach? Beruhige dich. Sie sind tot. Puh, das sind gute Neuigkeiten. Ich nehme an, wir haben es dir zu verdanken, dass die Stadt nicht überrannt wurde. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas draufgelegt, weil du meinen Fehler ausgebügelt hast. Hoffentlich hat Oryk den Angriff überlebt. Ansonsten habe ich seinen Tod zu verantworten. Ich gehe besser zurück. So, ich muss dann los. So, Born, Harkon. Ich kann Harkon jetzt auch verwechseln. Wir gehen mal da hinten lang. Ich glaube, ich verwechsel Harkon gerade mit einem anderen. Vielleicht auch nicht. Hey, du Arsch! Hast wohl geglaubt, du kommst damit durch, was? Du hast mich belogen, was die Position der Alps angeht. Dir, Alpfreund, werde ich jetzt zeigen, wie wir mit Lügnern in unserer Stadt verfahren. Komm her! Dich, Arschloch, hol ich mir! Tja! Achso, ich habe keine Heiltränke mehr. Merke ich gerade.
Nicht so gut, ich habe auch keine Ausdauer mehr. Eine runde Ringelpieps. Natürlich ohne anfassen. Das geht nicht gut. So ein Sack. Kommt er hoch? Naja, weiß nicht genau, was er machen soll, ne?